Was die Meinungsfreiheit angeht, die ist natürlich auch nicht mehr da. Und das erleben wir ganz aktuell bei den Demonstrationen. Corona oder sei es jetzt der Ukraine-Krieg, alles, was regierungskritisch ist, wird niedergemacht, wird in die Nazi-Ecke gestellt. Das ist keine Meinungsfreiheit. Und die Versammlungsfreiheit, das haben wir ja live erlebt in Sachsen, 10-Personen-Regelung bei Demonstrationen. Was hat das mit Versammlungsfreiheit zu tun? Die Menschen wurden eingekesselt, die wurden mit ihren Personalien erfasst, die mussten stundenlang im Kalten stehen. Mussten Strafe zahlen, hohe Strafen zum Teil, ja. Das ist keine Versammlungsfreiheit. Also das müssen wir ändern. Das hat mit unserer Sachsen-Verfassung nicht mehr viel zu tun. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. So steht es in Artikel 3 unserer sächsischen Verfassung, die aktuell das 30-jährige Jubiläum feiert. Und gerade im Zusammenhang mit den Corona-Demonstrationen wurde ja viel über Versammlungsfreiheit etc. gesprochen. Herr Urban, was verbinden Sie denn mit der sächsischen Verfassung? Also die sächsische Verfassung hat erstaunlicherweise sehr viele Punkte, Kernpunkte, die mit unserem AfD-Programm übereinstimmen. Zum einen steht in der sächsischen Verfassung, dass unsere Jugend zur Heimatliebe erzogen werden soll. Oder es steht drin, Sie haben es gerade angesprochen, Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit sind zu gewähren. Der Schutz der Familie steht drin, also sehr, sehr vieles, wo ich sage, ja wunderbar, die sächsische Verfassung passt sehr gut zur AfD. Das Problem ist nur, dass unsere Regierung oftmals vergisst, dass es diese Verfassung gibt und Entscheidungen trifft, die eigentlich mit der Verfassung gar nicht vereinbar sind. Ist jetzt schon ein ziemlich straffer Einstieg. Können Sie da vielleicht auch Beispiele nennen für diese Ignoranz der Regierung der Verfassung gegenüber? Ja, zum Beispiel sehe ich keinen wirklichen Schutz der Familie und der Ehe, wenn die Regierungspartei die Homo-Ehe propagiert und wenn der Freistaat Sachsen sich einen Transgender-Beauftragten leistet. Ich sehe auch keine Erziehung unserer Jugend zur Heimatliebe, wenn ich erlebe, dass die jungen Menschen darauf getrimmt werden. Sie müssen den Klimaschutz auf der ganzen Welt beherrschen. Und was die Meinungsfreiheit angeht, die ist natürlich auch nicht mehr da. Und das erleben wir ganz aktuell bei den Demonstrationen. Corona oder sei es jetzt der Ukraine-Krieg, alles, was regierungskritisch ist, wird niedergemacht, wird in die Nazi-Ecke gestellt. Das ist keine Meinungsfreiheit. Und die Versammlungsfreiheit, das haben wir ja live erlebt in Sachsen, 10-Personen-Regelung bei Demonstrationen. Was hat das mit Versammlungsfreiheit zu tun? Die Menschen wurden eingekesselt, die wurden mit ihren Personalien erfasst, die mussten stundenlang im Kalten stehen. Mussten Strafe zahlen, hohe Strafen zum Teil, ja. Das ist keine Versammlungsfreiheit, also das müssen wir ändern. Das hat mit unserer Sachsen-Verfassung nicht mehr viel zu tun. Also gerade nochmal Stichwort Versammlungsfreiheit. Es waren ja tausende Sachsen, die jeden Montag auf der Straße waren. Auch ich musste ja 3-4 Mal Bußgeld zahlen, mehr als 250 Euro pro Demonstration. Ich dachte immer, wir haben wirklich Versammlungsfreiheit, dass man friedlich auf die Straße gehen kann. Und viele, die das auch gedacht hatten, mussten jetzt echt blechen dafür. Ja, wir können froh sein, dass es in Sachsen so viele mutige Menschen gibt wie Sie, die sich eben da nicht beeindrucken lassen von dem verfassungsfeindlichen Handeln der Regierung, sondern die eben sagen, ich habe eine Versammlungsfreiheit, ich habe eine Meinungsfreiheit und wenn mir was nicht gefällt, dann gehe ich auf die Straße. Wir haben es ja im Prinzip auch gemeinsam mit den Demonstranten geschafft, dass diese etwas merkwürdige Verordnung dann schnell wieder einkassiert wurde. Aber man muss unterm Strich sagen, die Bürger in Sachsen, die haben unsere Verfassung viel besser verstanden, als es die Regierung verstanden hat. Sie setzen sich jetzt sehr vollmundig für Versammlungsfreiheit, für die Verfassung und alles ein. Aber wenn man Medienberichte liest, steht ja drin, dass die AfD verfassungsfeindlich sei. Wie passt das denn zusammen? Auf der einen Seite dafür sein und die Medien berichten, dass sie die Verfassung eigentlich ablehnen oder sogar dagegen kämpfen. Also sehr erstaunlich ist das gar nicht. Die AfD ist eine junge, erfolgreiche, konservative Partei. Die Journalisten sind mehrheitlich links, die hassen alles Konservative und dementsprechend ist die Berichterstattung über uns natürlich auch sehr, sehr negativ. Dazu kommt, unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist sehr regierungsnah, deswegen wird über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Opposition bekämpft. Zu guter Letzt, 3 große Tageszeitungen in Sachsen gehören der SPD und das führt dann eben dazu, dass dort die Journalisten natürlich auch die krudesten Dinge über uns auskübeln. Aber jeder, der die AfD sich anguckt, was wir im Parlament machen, was bei uns im Programm steht, der weiß natürlich sehr genau, dass wir fest auf dem Boden der Verfassung stehen, mehr als andere Parteien. Und selbstverständlich wollen die linken Schreiberlinge uns als erfolgreiche konservative Partei stoppen. Aber wir werden uns selbstverständlich von diesen Schreiberlingen nicht stoppen lassen. Also ich glaube, über das Verhältnis zwischen den Medien und der AfD könnte man ja stundenlang diskutieren darüber. Lassen Sie uns nochmal zurückkommen zu der Verfassung an sich. Ist ja das 30-jährige Jubiläum jetzt. Gibt es auch Verbesserungsvorschläge von Ihnen, was Sie da anders oder besser machen würden an der Verfassung? Ja, Sachsen hat eine sehr gute Verfassung, ich habe es schon gesagt. Und trotzdem gibt es natürlich immer die Möglichkeit, Dinge noch besser zu machen. Der erste Punkt, Volksentscheide. Wir wollen mehr direkte Demokratie.
die sächsische Verfassung. Man braucht derzeit ungefähr 10% der sächsischen Wähler, um einen Volksentscheid auf den Weg zu bringen. Das wollen wir halbieren. Wir wollen mehr Bürgerbeteiligung, mehr direkte Demokratie. Das Zweite ist, wir wollen den sächsischen Landtag verkleinern. Der sächsische Landtag ist für die 4 Millionen Einwohner, die Sachsen hat, sehr groß. Er hat zurzeit 120 Mitglieder. Wir wollen auf 100 Mitglieder runter und ich glaube, das ist auch kein Problem. Trotzdem werden die Parteien vertreten sein. Die Demokratie wird stattfinden können, auch mit dem verkleinerten Landtag. Es kostet ja auch eine ganze Menge Steuergeld. Und der dritte Punkt ist die Finanzierung von ehemaligen Staatssekretären. Im Moment ist es so, dass Staatssekretäre, wenn sie ausscheiden aus der Regierung, eben nicht weiter beschäftigt werden, sondern ein Leben lang versorgt werden mit 70.000 Euro pro Jahr. Wir haben in Sachsen 9 derartige Staatssekretäre, die mit 70.000 Euro pro Jahr finanziert werden, obwohl sie gar nicht mehr für den Freistaat arbeiten. Das wollen wir ändern, weil das ist natürlich eine Belastung für den sächsischen Bürger, die eigentlich nicht gerechtfertigt ist. Also, dass ich das richtig verstehe, ein Rentner bekommt in Sachsen im Schnitt, sagen wir, 10.000 Euro im Jahr. Und ein Staatssekretär, der nicht mehr arbeitet, kriegt 70.000 im Jahr, nachdem er hier schon ganz üppiges Geld verdient hat. Wofür? Also, warum bekommt er das? Ja, begründen kann ich Ihnen das nicht. Sie haben völlig recht, Herr Dünzel. Ein Rentner nach 40 Jahren Arbeit, 1.000 Euro, wenn er Glück hat, viele haben weniger. Und ein Staatssekretär, im schlimmsten Fall nach 5 Jahren, nach 3 Jahren Arbeit, ausgeschieden aus dem Staatsdienst, bekommt 70.000 pro Jahr. Das ist nicht begründbar. Deswegen wollen wir das auch weckern. Das ist jetzt schon das zweite Beispiel von Ihnen, wo so Steuergelderverschwendung aufbringen. Also vorhin noch den Transgender-Beauftragten, den sich die Regierung leistet, und jetzt Staatssekretäre, die nach ihrer Dienstzeit einen ganzen Batzen Geld bekommen. Gibt es in der Verfassung generell oder in der Zukunft auch andere Dinge, die Ihnen da in dem Bereich Sorgen machen? Ja, also es gibt ein paar Punkte, die wir verbessern wollen, aber es gibt natürlich auch Pläne, die Verfassung zu verändern, die wir sehr, sehr kritisch sehen. Das ist zum einen der Plan der aktuellen Regierung, den Klimaschutz in der Verfassung zu verankern. Klingt erstmal gut, heißt aber Freiheitseinschränkungen. Wir sehen heute schon, was unter dem Thema Klimaschutz für absurde Dinge geschehen. Wir beschneiden unsere eigene Wirtschaft, unsere Menschen werden ärmer, am Klima ändert sich nichts. Und diese Absurditäten jetzt noch in den Verfassungsrang zu erheben, das geht gar nicht. Zweites Thema ist die Schuldenbremse. Wir haben eine Schuldenbremse in der Verfassung, damit eben die heutige Regierung nicht ohne Ende Schulden aufnehmen kann. Das soll aufgeweicht werden. Das kann man auch nicht wollen, weil die Schulden, die wir heute machen, die müssen unsere Kinder später abarbeiten. Die machen im Prinzip unsere Kinder und Enkel arm. Also auch das darf natürlich nicht geändert werden. Die Tendenzen gibt es. Wir werden uns da sehr dagegen sperren und versuchen, das eben auch mit dem öffentlichen Druck zu verhindern, dass diese negativen Veränderungen der Verfassung stattfinden. Große Sorge macht mir tatsächlich das, was wir schon angesprochen haben. Die Regierung nimmt die Meinungsfreiheit nicht ernst, die Versammlungsfreiheit nicht ernst, Schutz der Familie. Wenn das in Zukunft so weitergeht, dann hat ja die Verfassung natürlich ein Stück weit nicht ihre Funktion erfüllt. Die Verfassung soll ja die Menschen schützen, die Freiheit gewährleisten. Und eine Regierung, die die Verfassung nicht beachtet, die schränkt eben die Freiheit des Volkes ein. Und dadurch zerstören wir Demokratie, wir zerstören Wohlstand, Prosperität. Das heißt, wir müssen unsere Verfassung schon sehr, sehr ernst nehmen. Und wir müssen vor allen Dingen dafür kämpfen, dass sie ernst genommen wird, weil das ist nicht selbstverständlich.